Hi Leute, fünf Lebensmittel bei Heißhungerattacken bei der Umstellung auf Rohkost. Nummer 1 sind Wildkräuter. Wildkräuter jeglicher Art bei der Umstellung auf Rohkost perfekt. Ihr kommt in euer Gleichgewicht. Schaut, dass ihr rausgeht. Brennnesseln gibt es überall, fast das ganze Jahr über. Löwenzahn findet jeder, Klee findet jeder. Spitzwegerich, Breitwegerich, diese ganz einfachen, banalen Dinge, die wirklich jeder erkennt. Schaut euch da mal ein Video über die Wildkräuter an und integriert die. Dann bleiben diese Heißhungerattacken am Anfang wirklich aus. Die gleichen, ja, den ganzen Haushalt aus. Gerade wenn so viel eben ausgeschieden wird durch die Entgiftung am Anfang. Punkt Nummer 2, Sprossen. Genau das gleiche wie bei den Wildkräutern. Die haben so viel Energie, können das selber ziehen. Ist fast genauso umsonst wie Wildkräuter. Ja, meine Lieblingssprossen, Alfalfa-Sprossen. Probiert es einfach aus, zieht es euch mal. Setting auch mehr. Punkt Nummer 3. Algen, das gleiche wie Sprossen, Wildkräuter, die sind noch so ursprünglich und geben dir einfach das, was du am Anfang brauchst. Man sagt auch gut zur Schwermetallausleitung, einfach gut für die Entgiftung am Anfang und ihr kriegt dadurch weniger Heißhungerattacken. Punkt Nummer 4, Avocado, Nüsse, Kokosnuss, Fett allgemein. Wenn du Heißhungerattacken hast, schaufel dich da voll am Anfang der Rohkost. Ist wirklich noch nötig, da einfach kräftigere, dichtere Sachen am Anfang zu essen. Und iss nicht zu viel Obst noch nebenbei gesagt. Zu viel Obst am Anfang der Rohkost ist kontraproduktiv und sehr schlecht. Obst einfach nur für den Geschmack, mal vor der Mahlzeit. Aber keine ganzen Mahlzeiten mit Obst, macht er langsam. Punkt Nummer 5, Lebensmittel Nummer 5, sind, ja, jetzt kein reines Lebensmittel, das dich satt macht bei Heißhungerattacken, aber die einfach diese Gelüste am Anfang dämpfen. Nimm da ruhig noch ein bisschen mehr, ja, Zwiebeln, Knoblauch, wo du einfach Gerichte oder ja, ein Tomatensalat mit Zwiebeln, wo du das dann richtig deftig machen kannst, wo dich dann dementsprechend auch mehr sättigt. Also sowas wie ja, Zwiebeln, Knoblauch oder andere Gewürze auch am Anfang ruhig mal benutzen. Ja, schau, dass es da einfach natürlich bleibt. Nicht zu viel. Am besten kein Salz. Genau. Besser sind frische Kräuter zum Beispiel, also ja, Basilikum, Thymian, Rosmarin, aber dadurch sind die Gelüste nicht so stark. Gelüste am Anfang kommen einmal auch viel durch Früchte und dann durch die starke Entgiftung. Wenn dich die Hintergründe von der Entgiftung interessieren, dann schau einfach mal auf meinen Kanal, den Rohkostreinigungsweg, die Playlist durch, ich verlinke es mal oben in der Infobox, wenn ich dran denke. Ja, und das war's schon, das waren die 5 Lebensmittel, die ich dir am Anfang wirklich empfehlen kann, um Heißhungerattacken zu vermeiden, beziehungsweise einfach bei Heißhungerattacken es zu essen. Genau. Ansonsten, ich hoffe, es hat einigen weitergeholfen. Wenn ihr noch Tipps dazu habt, schreibt sie auch noch unter das Video, kann ja jeder lesen. Dann könnt ihr euch da gegenseitig noch motivieren, Tipps geben. Ansonsten, macht's gut, Leute. Ciao.